Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Vis-a-vis. Mein Name ist Lars und ihr seht Pflanzen gegen Zombies. Ja, wir wollten heute mal weiterspielen. Mal schauen, was die Level noch so bieten. Ich starte mal ein Abenteuer. Oh, da sind neue Zombies. Bonushage. Würden Sie sich gerne ein Video ansehen, um sich eine Bonushage zu verdienen? Nö. Was auch immer die Bonushage bringt, aber ich brauch's gerade nicht. So, mal schauen, wenn die Zombies loslaufen. Lass mal fleißig weiter Sonnenblumen pflanzen. Da geht's los. Ganz unten. Schauen, wie wir taktisch hier noch was reißen. So, zuerst kommt erstmal da eine hin, um diesen Zombie mal aufzuhalten. So. Da. Okay, er hält noch gerade so auf. Ich denke mal, wenn er dieser stärkere, beziehungsweise die mit den Hüten oder die ganz neuen mit den Speeren, dann werden wir wohl ein paar mehr pflanzen müssen von unseren Schießfreunden. Ich weiß gar nicht, wie die Pflanzen heißen. Aber unsere 5 Sonnenblumen, die sollten das schon regeln, glaube ich. Noch eine zweite. Da kommt einer. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. So, wir bauen das mal da hin und dann haben wir nämlich erstmal alle. Und dann hoffe ich, genug Sonnen haben wir, dass wir gleich die zweite Reihe hinbauen. Was ist denn hier gleich hin? So, die nächste Schießpflanze könnte kommen. Gucken mal, noch ist es nicht notwendig. Da kommt der erste mit dem Speer. Der ist leicht schneller, so wie das hier aussieht. Also der macht nochmal einen Satz. Ich hoffe. Okay, die schaffen wir noch. Mit 2 sogar. Dann werden wir hier einen hinsetzen. Komm schon. Noch sieht's gut aus. Wir hoffen mal, es bleibt so. Denn jetzt kommt gleich die letzte Welle. Und vielleicht nutzen wir da mal unsere Kirschen. Wenn da eine ganze Truppe anmarschiert kommt. Okay. Da kommt sie. Mal schauen, was er drauf hat. Da oben. Okay, das ging ja noch. Oh, eine neue Pflanze. Was bringt die? Du hast eine neue Pflanze. Hagelzuckererbse. Verschießt gefrorene Erbsen, die den Feind schädigen und aufhalten. Die sind ja sehr cool. So, das nächste Level. Wir schauen mal. Ja, geht ja noch. Aber es wird schon in sich irgendwas haben, denke ich. Das ist die Werbung. Wahrscheinlich
der leicht negative Aspekt, weil wir ja die kostenlose Version spielen. Aber soll uns nicht stören. Wie gesagt, wir werden. Oh, jetzt geht's schon los. Oh, wir haben zwei Riesenwellen. Und wir fangen nämlich schon an. Dass die Zombies jetzt gleich am Anfang loslaufen. Ich fahre mal mit der Taktik, die letzte Reihe mit den Sonnenblumen zu bestücken. Fahre ich jetzt einfach mal weiter, so lange wie es geht. In der Hoffnung. Das ist taktisch immer noch klug. Mal schauen. So, hier unten läuft einer. Wir müssen ja dringendst. Jetzt habe ich einen. Mal hier unten anschießen, dass der hier nicht durchläuft. Ich weiß auch nicht so richtig, wofür die Rasenmäher da sind. Noch ist das auch nicht relevant, glaube ich. Ich denke mal, wir können ja damit Pflanzen oder Blumen wieder löschen. Inwiefern wir das aber für nötig erachten, kann ich euch nicht sagen. Noch ist es jedenfalls nicht relevant. Wir schauen mal. Okay, da oben muss jetzt dringend eine Pflanze hin. Denn der, wie wir alle wissen, mit dem Pylon auf dem Kopf, hält ein bisschen mehr aus. So, dann bauen wir jetzt hier hin. So, wie gesagt, die... Okay, da kommt eine Mega-Welle wahrscheinlich dann. Also hier sind zwei Wellen, wie gesagt, schon. Einmal hier, einmal am Ende nochmal. So, jetzt ballern wir mal ab. Okay, er treibt die Pflanze an. Also ihr seht schon, die halten so schön ein bisschen mehr aus. Naja, ich glaube mal noch. Bin ich ganz sicher, wo ich den hinbaue. Weil wenn ich den jetzt setze und dann kommt irgendwo anders einer wieder mit dem Pylon auf dem Kopf, dann... ärgere ich mich. Okay, ihr merkt schon, ich setze da mal ein bisschen aus mit meinem Gespräche, weil da oben, oh, da haben wir schon zwei, weil ich mich ein bisschen konzentrieren und das ist halt, ja, Männer halt, ne, hier kenne ich zwei Sachen einmal. Ich setze jetzt hier einfach mal, das war jetzt nicht ganz verkehrt. Weil wir haben jetzt 450, denke mal, wir können da ruhig mal loslegen. Es kommt auch gleich die erste Welle. Es ist vielleicht gar nicht so verkehrt, dass ich jetzt hier schon baue. Da kommt sie nämlich. So, dann setzen wir hier schnell noch einen hin und da den zweiten werden wir dann. Da geht's los. Ah, genau, der kommt nämlich genau da, wo ich hinkommen sollte. So. Sehr gut aus noch. So. Ich denke, wir haben ein gutes Arsenal. Ja, das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Ja. Komm gut voran. Die können wir gut zurückwerfen. Wir machen noch eine Viererreihe. Wobei, ich glaube, das ist nicht wirklich nötig. Jedenfalls noch nicht. Aber man weiß ja nie, vielleicht kommt mal noch eine Überraschung. Bei der zweiten Welle. Der ist irgendwie besonders, ne? Da hängt die Zunge raus. Weiß nicht, ob das was bedeutet.
So. Nein, das sieht sehr gut aus. Guck mal, was wir denn entgegensetzen. Jetzt machen wir noch die vierte Reihe. Nee, schaut mal. Das sieht echt gut aus. Das ist Bombe. So. Sehr gut. So, dann kommt nämlich gleich die letzte Welle. Da ist es schon. Und ja, dann werden wir mal schauen, wo wir landen. Los geht's. Wow, das ist eine ganze Menge. Aber ich glaube auch, das werden wir schaffen. Gut aus. Haben wir gut gebaut. Ich denke mal, diese Taktik mit den Sonnenblumen ist immer noch... Oh, das ist eine geile Pflanze, denke ich. Die läuft ganz gut bis dato. Ob die uns bis zum Ende hin so weiterhelfen wird, glaube ich nicht. Der Schnapphaar verschlingt einen Zombie, ist aber während des Kauens hilflos. Ah, okay. Na gut, ich würde sagen, für heute ist das erstmal wieder genug Zombie-Geschnetzel gewesen. Wir haben uns ganz gut angestellt. Ich würde sagen, wenn ihr möchtet, dann sehen wir uns gerne in der nächsten Folge wieder. Macht's mal gut. Achso, denkt mal an Kommentare und die Bewertung anhand der Daumen. Das hilft mir weiter. Und dem Video auch. Dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao, euer Lars.